Hallo, ich möchte hier in dieser Sequenz rasch im Zusammenhang mit Fourier-Reihen zeigen, dass man auch einen Abstand für zwei Funktionen berechnen kann. Wir haben nämlich hier einen Vektorraum mit den Funktionen Sinus und Cosinus bzw. mit ganzzahligen Frequenzen davon, also Sinus 2t, Sinus 3t und so weiter, Cosinus 2t, Cosinus 3t, die man dann als Linearkombination schreiben kann, um zwei pi-periodische Funktionen darzustellen. Jetzt möchte ich also hier für die zwei Basisvektoren Sinus t und Cosinus t den Abstand ausrechnen. Und zwar haben wir hier als Skalarprodukt definiert das Integral von minus pi bis pi f von t mal g von t dt. Wir haben bereits gesehen, dass so ein Skalarprodukt eine Norm induziert in natürlicher Weise, nämlich indem man einfach das Skalarprodukt der Funktion mit sich selber nimmt und dann die Wurzel daraus berechnet. Und wiederum aus dieser Norm kann man dann eine Metrik induzieren. Da nimmt man einfach die Differenz von zwei solchen Vektorelementen und davon dann die Norm. Das hat dann die Eigenschaften einer Metrik. Jetzt wird das also gemacht. Diese Metrik ist sowas wie ein Abstandsbegriff, wenn Sie so möchten, wenn Sie vielleicht an 3D-Vektoren denken. Wir messen also hier den Abstand zwischen der Sinusfunktion und der Cosinusfunktion. Das ist also, wie gesagt, induziert durch die Metrik, indem man Cosinus von t minus Sinus von t rechnet und davon die Norm nimmt. Und diese Norm wiederum war induziert durch das Skalarprodukt, indem man die Funktion, die da in der Norm steht, skalar multipliziert mit sich selber, also das Skalarprodukt nimmt mit sich selber und dann die Wurzel daraus. Das heißt, was man also im Endeffekt macht, ist von diesem definierten Skalarprodukt, also das Integral ausrechnen und dann die Wurzel ziehen. Und es wird da im zweiten Abschnitt gemacht. Die Funktion lautet also das Skalarprodukt heißt also, diese Funktion mit sich selber multipliziert, das passiert dann hier und dann integriert. Jetzt wollen wir das ausrechnen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier mal den Weg gewählt, den ich recht anschaulich und übersichtlich finde, vielleicht auch für einen Schüler, der es zum ersten Mal sieht, dass man hier einfach mal den Binom ausmultipliziert, also das erste Quadrat, also Cosinus Quadrat t minus 2 mal Cosinus t Sinus t plus Sinus Quadrat t. Das Integral ist linear, das heißt, ich kann hier natürlich die Summanden einzeln integrieren und ich kann hier auch die 2 konstante Faktor vor das Integral ziehen. Wir haben bereits gesehen, dass Sinus t Cosinus t integriert von minus pi bis pi 0 ist. Wenn Sie das nicht mehr wissen, müssen Sie halt nachrechnen, aber es ist so. Es gibt da 0, das heißt, es bleibt übrig Integral minus pi pi von Cosinus Quadrat t und plus dasselbe mit Sinus Quadrat t. Jetzt hier habe ich einfach wieder die Eigenschaft rückwärts angewendet. Statt Addition der einzelnen Integrale kann ich auch zuerst addieren die beiden Funktionen und dann integrieren. Und jetzt wissen wir, dass Sinus Quadrat t plus Cosinus Quadrat t immer 1 gibt. Die Formel kennen wir aus der Trigonometrie. Das heißt, hier muss ich also die 1-Funktion von minus pi bis pi integrieren. Und die 1-Funktion, das ist einfach Höhe 1 von minus pi bis pi integriert, die hat natürlich gerade Fläche 2pi. Ich rechne ja eine Fläche aus beim Integrieren. Damit kriege ich also 2pi. Und jetzt zum Abstand. Sie sehen, ich habe hier für das Integral die Wurzel weggelassen. Ich muss ja jetzt aus diesem Wert vom Integral hier noch die Wurzel ziehen. Und dann habe ich eben entsprechend den Abstand der beiden Funktionen. Der ist dann Wurzel aus 2pi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.